Um überlebensfähig zu bleiben, müssen heimische Bauern erfinderisch sein. So werden Höfe zu Seniorenheimen oder Urlaubsdomizilen. Green Care nennt sich dieses Projekt. Aber auch Wellness und Gesundheit sind ein Thema. So besuchen wir heute in unserer Serie Landwirtschaft eine Physiotherapeutin, die auf ihrem Bauernhof arbeitet. Urlaub am Bauernhof kennt man, vielleicht auch Bauernhöfe, die zu Seniorenheimen geworden sind. Katrin und Florian haben weitergedacht und ihren Hof zum Gesundheitsort gemacht. Das ist ein alter Erbhof und der ist schon 250, 300 Jahre alt und ich bin da geboren auf den Hof. Ich bin seit 95 als Physiotherapeutin tätig, arbeite ganzheitlich in meinem Beruf. Es ist natürlich ein bisschen was anderes, wie die Leute gewohnt sind. Aber es können wir nur gerne auch für seine Physiotherapie oder für andere Sachen. Und es hat sich eigentlich gut eingelebt dazu. Die steirischen Landwirte hegen und pflegen unsere Wiesen und Felder. Und sie sorgen für regionale Schmankerl. Dass man bei ihnen im Hof aber auch entspannen kann und Therapien machen kann, das schauen wir uns heute hoch droben über dem Enztal an. Christian kommt regelmäßig auf den Klausnerhof in Eichassach. Das Therapiepferd entkrampft ihn. Man macht sich im Prinzip den Gang, also die Bewegung vom Pferd zunutze, der hat genau diese dreidimensionale Bewegung wie wir Menschen auch, also das Vor- zurück, das Rechts und Links und die Rotation. Dann hat man natürlich die Körperwärme vom Pferd, die man sich zunutze macht, das entspannt die Muskulatur, der Sitz, dieser gespreizte Sitz, der Reitsitz, dehnt oft die innere Oberschenkelmuskulatur und das sind viele Komponenten, die man sich da zunutze macht. Lena hat es nicht so mit den Pferden. Sie geht bei der tiergestützten Therapie mit den zierlicheren Lamas auf Tuchfühlung. Sie ist sicher entspannter und wir haben die Erfahrung gemacht, dass sie, wenn sie das Tier führt an der Leine, dass sie dann einfach in der Bewegung motiviert ist und dann auf Dauer längere Strecken durchkommt. Und ein Gast aus Niederösterreich hat sich bewusst gegen eine Kur in einer Klinik entschieden. Reha wollte ich überhaupt nicht machen und da habe ich nach der Operation sofort hier begonnen mit der energetischen Behandlung und dann mit der Bewegungstherapie und das hat mir geholfen, sodass ich ihn nach 6 Wochen schon alles machen konnte. Hinter all dem steckt ein Konzept, das man Green Care nennt, wo Menschen aufblühen. Man weiß ja, dass die Interaktion Mensch-Tier-Natur positiv ist, bewirkt für die Menschen natürlich auch. Gerade für gestresste Menschen oder Menschen, die wenig Naturkontakt haben, können sich da fallen lassen, können sich erden lassen, können Achtsamkeit erleben. Und da sind wir auch sehr massiv dran, gerade den Bauernhof als Gesundheitsort weiter zu positionieren. Und so tun sich neue Möglichkeiten auf, um einen Beruf fern der Landwirtschaft mit der Natur in Einklang zu bringen. Könntest du dir vorstellen, irgendwo ganz normal in die Physiotherapiepraxis zu gehen und zu arbeiten wieder? Nicht mehr. Wir bedanken uns, verneigen uns vor dem Leben.